Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Lebensmittelhändler oder Bäcker. So, die erste von drei mega kalten Nächten haben wir überstanden. Das waren gestern Abend die mildesten Temperaturen und das waren die härtesten Temperaturen. Und so sieht es jetzt aus. Man sieht, es wird wärmer. Die Sonne scheint schon. Und ich gehe jetzt mal gucken, was meine Hühner machen. Wir sind dick eingepackt. Mein Mann macht sich ja immer Sorgen, weil ich barfuß nur mit Schlappen rausgehe. Und jetzt hat er mich gebeten, ich soll doch mich bitte warm anziehen, wenn ich kurz die Hühner checke und nach Eiern gucke und so. Haben wir gemacht. Schuri auch. Schuri, guck mal hier. Ja. ja, wir gehen jetzt mal die Hühner checken. Mal gucken, ob sie alle wohl auf sind. So, alle fit, alle wohl auf. Ich habe jetzt hier erstmal Wasser hingestellt und ein bisschen Grünzeug. Ja, ist ja gut. Ist kalt, ne? Ich mache gleich wieder zu. Ist nämlich zu kalt. Heizplatte liegt noch drin. Jetzt gucke ich noch in die Nestingboxen. Geh mal zur Seite. Da hinten ist was drin. Aber es ist bestimmt schon gefroren. So, zu die Luke. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, es ist noch warm. Schnell rein damit. Schuri, los, geh. Oh. Komm rein. So, zwei Stunden später, die Sonne knallt, es hat sich etwas aufgewärmt und jetzt lasse ich die Hühner auch an den Auslauf. Minus 22 ist besser als minus 26 oder minus 25. Also schauen wir mal, was sie sagen, ob sie überhaupt raus wollen, sonst kann ich gleich wieder zumachen. Aber ich werde ihnen auch gleich ein paar Würmer mitnehmen, damit sie ein bisschen was zu knabbern haben. Ha, so sieht es jetzt hier drin aus. Das war so nicht geplant. Und das zweite Ei für heute gab es auch schon. Nicht für dich. Ist dann noch gar nicht gekocht. Wie gesagt, Brownie legt jetzt noch ein drittes und das ist auch noch relativ warm. Also noch nichts gefroren heute. So, zweite kalte Nacht in Folge. Das waren gestern tagsüber die mildesten Temperaturen und das war heute Nacht. Draußen minus 29, im Auslauf minus 24 und im Coop minus 18. Ja, und jetzt haben wir schon ein bisschen weniger. Die Sonne scheint und tut alles dafür, um alles zu erwärmen. Der Hund streckt sich. Wollen wir mal gucken gehen, was die Hühner machen? Schuggi,
Wollen wir mal gucken gehen? Na, der bleibt hier. Dem wird draußen kalt. Und dich müssen wir auch anziehen. So, heute gibt es mal ein Frühstücksrezept. Und zwar habe ich hier 400 Milliliter Wasser im Topf. Dazu kommen jetzt 100 Gramm Haferflocken, feine Haferflocken. Dann brauchen wir 10 Gramm Stevia. Wer es mit Zucker machen will, nimmt 20 Gramm. Also man kann es auch mit normalem Zucker machen, dann nimmt man einfach die doppelte Menge, 20 Gramm. So, dann verrühren wir das schon mal ein bisschen. Und machen den Herd an. Dann habe ich hier 200 Milliliter Milch. Da kommt ein Päckchen Vanillepudding rein. Ich habe aber keinen Vanillepudding mehr, also nehme ich Vanillesoße. Und nehme einfach 2 Päckchen. Das wird gut verrührt. Wenn das anfängt aufzukochen, wird die Pudding-Milch-Mischung in den Topf gerührt. Und dann kommen nochmal 200 Milliliter Milch extra dazu, sobald es andickt. Wer das Ganze vegan machen will, nimmt einfach Mandelmilch, Hafermilch, Sojamilch und schon hat man ein veganes Frühstück. So, das geht recht schnell mit dem Aufkochen. Jetzt wird das so schlückchenweise eingerührt. Kann man eigentlich zugucken. Rühren, damit auch nichts anbrennt. So, jetzt kommen die letzten 200 Milliliter Milch mit rein. Und dann schön unterrühren, noch mal kurz, wirklich kurz aufkochen und dann vom Herd nehmen. Wenn man merkt, dass es schon zu dick wird, halt aus, runter von der Kochstelle. Und schon ist es fertig. Nicht mal 10 Minuten. So, ich mache mir immer gerne ein bisschen Obst in eine Schüssel. Und da kommt das dann einfach drüber. Als Topping ein paar ungesüßte Schokosplits und ein paar Himbeeren oben drauf. Da kann man dann variieren, je nachdem, was man selber mag, was man lecker findet. Zum Beispiel auch ein bisschen Banane. So, und so schnell hat man ein gesundes, leckeres Frühstück. Ganz so, einfach. Die 3 Tage Kälte und Nächte sind erstmal vorbei. Das ist die aktuelle Temperatur. Und das waren die Nachttemperaturen. Ja. Und wer sich fragt, warum ich so schnaufe? Ich habe gerade die Einfahrt vom Tau freigeräumt. Ich muss nämlich nochmal los. Und heute wird es zwar wärmer, aber... So sieht es jetzt aus. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es stürmt wie Sau. Die Schneewehen türmen sich auf. Ja. Ist irgendwie nicht so schön. Angeblich soll bis mittags der Schnee weg sein. Das wäre es ja. Nein, angeblich soll bis mittags der Sturm weg sein. Also es soll aufhören zu stürmen.
Aber ich muss noch dringend zur Post und die hat nicht so lange auf. Also muss ich mich da jetzt irgendwie durchkämpfen. Naja, schauen wir mal. So, heute wird gekocht. Da kommen Kartoffeln, das wird Kartoffelbrei und hier gibt es Schmorgurken. Ich habe eine große Zwiebel klein gehackt. Dazu gute 600 Gramm Rinderhackfleisch. Das wird jetzt ein bisschen angeschmort, angebraten. Und jetzt habe ich hier zwei ganz normale Salatgurken oder auch Schlangengurken genannt, geschält und in Würfel geschnitten. Die kommen damit rein. Werden auch ein bisschen angeschmort. Und dann wird das Ganze mit Brühe aufgefüllt, abgelöscht. Pfeffer, Paprika, Salz, Knoblauchpulver. Was man so mag, mit rein. Und dann schmort es eine Weile vor sich hin. Das wird sehr, sehr lecker. So, das hat jetzt eine halbe Stunde vor sich hingeköchelt. Jetzt kommt da noch Schmand rein. Also so 150 bis 200 Gramm dürfte bei euch zu Hause ein Becher sein. Frischer Dill oder halt frisch eingefroren. So. Die Kartoffeln sind auch schon fertig, müssen nur noch gestampft werden. Und das kann jetzt noch ein bisschen vor sich hin blubbern. Ein paar Minuten noch. So, Kartoffelbrei ist fertig und Schmorgurken sind auch fertig. So sieht's aus. Piep, piep. Der Mond ist aufgegangen. Und die Sonne geht gerade unter.